Einen wunderschönen guten Tag, liebe Fernrauchergemeinde hier auf YouTube. Teil 3 meiner deutschsprachigen Pfeifenneuerwerbung. Wir müssen uns mal wieder in die ungeahnten Tiefen von eBay begeben. Dort schaue ich schon seit geraumer Zeit mir die wirklich schön aussehenden Pfeifen vom Prof.Breiti an. Alles klein geschrieben. Der seine Pfeifen unter MS by Hand Thüringen vertreibt. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ja. Nun sind das keine wirklichen Geheimtipps mehr, weil man bekommt die nicht für 30, 40 Euro. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Es hat sich rumgesprochen, dass dieser Pfeifenmacher hervorragende Rauchinstrumente herstellt. Nun sprach ich ja schon im letzten Video darüber, dass ich im Augenblick so einen gewissen Hang zur exotischen Form habe und wollte unbedingt diese Vulcano haben. Sie wirkt jetzt eigentlich schon ein wenig dunkler, als ich sie gekauft habe. Mich hat besonders die Maserung in Verbindung mit der Form angesprochen. Das sieht wirklich aus, als ob Lava runterläuft. Die Eigenheiten sind auch eine Sache, die solche Sachen mal ausmachen. Ich habe leider den Zettel vom Prof. Breiti versühlt. Ich finde ihn nicht mehr. Er möge mir verzeihen und vielleicht einfach ein paar Anmerkungen als Kommentar schicken. Mea culpa. Vielleicht kann ich es nochmal bei der nächsten. Ich habe noch eine ersteigert. Ein bisschen vorausschauend. Ich habe mir gedacht, bevor ich ein Video einsetze, gucke ich mir doch lieber an, was derjenige noch hat, weil danach habe ich vielleicht keine Chance mehr. In letzter Zeit ist mir das öfter so gegangen. Schimpft mich einen Egoisten. Aber sie sah zu schick aus. Aber zurück zu diesem guten Stück. Es ist, wie gesagt, eine Vulcano Freehand, die eine große Besonderheit hat, wie ihr seht. Die ist asymmetrisch, also hier kommt viel mehr Lava raus. 9 mm mit einem exotischen Holz als Zwischenring. Die Bohrungen sind wirklich exzellent, innen spiegelglatt, wirken wie gewachst. Der Abschluss ist ebenfalls braun gebeizt, 9 mm, damit man mir auch glaubt. Fischtailmundstück, schön breit. Es passt hier alles da, wo es hinpassen soll. Wenn man es richtig gerade hat, sieht man auch nichts. Also kein einzigen kleinen Spalt oder sonst was. Gestempelt MS by Hand Thüringen. In einer sonnig-orange-mittelbraunen Kontrastbeizung. Am Holm hier oben noch ein paar Vogelaugen. Ansonsten kann man sagen, eine wunderschön lebendige, irgendwie sehr, sehr gut passende Kontrastbeizung, das ist schon was Schönes. Vogelaugen auch am Boden und ein Stückchen flachgehaltene Naturborke ebenfalls. Der Boden ist nicht einfach rund, sondern hier an der Seite, na, mal sehen, wie ein klein bisschen flacher. Das Ganze ist fast wie ein Diskus. Sehr, sehr glatt, bis natürlich auf die naturbelassene Ecke. Die Kante ist wie mit einem Messer geschnitten. Perfekt. Sehr, sehr organisch. Ich gucke gerade noch mal, ob ich hier eigentlich irgendwo bewusst Einschlüsse gesehen habe. Nee. Nun ist Optik das eine. Eine Pfeife ist ja erstmal
ein Gebrauchsgegenstand. Und nachdem man denn seinen Trick rausgekriegt hat, wie man die am besten halten kann, fässt sich wirklich gut an. Ab im Mund. Schöner, satter Ton beim Ziehen. Nicht so hoch. Sehr gut. Leicht. Eine sehr leichte Pfeife. Tabak rein, rauchen. Ihr glaubt mir ja alle sowieso nicht mehr, aber die hier, da muss, glaube ich, die Wärme durch den Mini-Rand hier oben sich verflüchtigen. Ich neige nun wirklich nicht dazu, Pfeifen exorbitant heiß rauchen zu wollen. Ich will das auch nicht. Also besonders nicht bei, wenn ich die ersten Stücke von jemandem habe. Ich habe sie ein paar Mal kräftiger gezogen, gehofft, dass sie irgendwo wärmer wird, aber nein. Diese Form und dieses Holz hat schon irgendwie eine ganz eigenwillige Qualität. Sie wird nicht wirklich warm. Und was will man denn eigentlich mehr? Auf diesem Weg kann ich nur nochmal vielmals danken. Bitte seien Sie mir nicht böse, ich habe den Namen verdattelt. Ich bin so ein Trottel. Vielleicht kann ich ihn nochmal nachreichen. Mit ein bisschen Glück habe ich den Karton noch da, der von ihm kommt. Ich befürchte es nicht. Wenn ihr mal etwas andere Form haben wollt und ihr professionell gemachte Pfeifen mögt, die in der Regel leicht sind, so das kleine bisschen extra haben in der Formgebung, dann guckt bei eBay unter prof.breiti. Da werdet ihr die MS bei Hand Thüringen weiterhin anfinden. Und wenn ich nicht besser bin, gönne ich euch den Kauf. In diesem Sinne, passt schön auf euch auf. Bleibt mir gesund. Macht euch noch eine tolle Woche. Das Wetter soll ja so sein. Und seid euch gewiss. Ich denke an euch, euer René.